Herzlich willkommen zurück zu Crash Bandicoot XS. Wir haben beim letzten Mal alle Kristalle der ersten Welt geholt. Scheiße, okay. Ich musste kurz da mal was aus dem Bild ziehen, ne, damit die Aufnahme auch funktioniert. Es soll jetzt nicht geprägt sein von irgendwelchen Schwierigkeiten. Wir haben auf jeden Fall alle Kristalle, wir haben alle möglichen Edelsteine. Relikte können wir natürlich noch nicht holen, das ist ein bisschen logisch, also das ist schon logisch. Und ja, so kommt es, dass wir jetzt gegen Dingodile kämpfen, der hat eine ganz komische Unterhose an. Oder Hose, Latzhose oder sonst wie was. Meine Güte. Gut, hier schwimmen ein paar Haie vorbei. Den ersten Boss kenne ich tatsächlich schon, weil ich mich darüber informiert habe, welche Fähigkeiten oder ob es hier Fähigkeiten gibt. Das wollte ich einfach mal nachprüfen, denn wenn es hier Fähigkeiten gibt, ist es ja logisch, dass es hier wahrscheinlich die Rennfähigkeit gibt für die Relikte. Und deswegen habe ich mich einfach schon so ein bisschen, ja, spoilern lassen, aber das ist nichts Schlimmes. Wir vermuten ja sowieso, dass es nur 4 Welten gibt, von daher ist es sowieso nichts Schlimmes, wenn ich die erste Welt, oder wenn ich allgemein schon, ja, ein bisschen was kenne. Ist ein bisschen traurig tatsächlich. Was ist mit dem los? Hört der jetzt überhaupt, ja, der schießt überhaupt nicht mehr. Ah, komm, da kommt er wieder. Da fängt er an zu schießen. Gut, wir müssen die richtigen Zeitabstände abwarten, um durchzukommen. Ansonsten, ja, ansonsten einfach dran vorbei, ne? Ist eigentlich nichts Schwieriges. Am Ende müssen wir ihn noch einmal abfangen, da wird er sich selbst treffen. Und sich somit eigentlich, er trifft sich halt selber. Das ist nichts Gutes. Wir haben den Super Bodenwurf erlernt. Also im Grunde dieselbe Fähigkeit, dieser Bauchplatscher wie in Crash 3. Verdammtes, aufdringliches Beuteltier. Diesmal hast du Glück gehabt. Aber nächstes Mal werden dich meine Leute nicht so leicht entwischen lassen. Ja, deine Leute sind anscheinend auch geschrumpft. Ich weiß nicht, was los mit dir ist. Ah, solltest du deinen Plan vielleicht nochmal überdenken. Vielleicht frisst er ja einfach die Erde auf. Gut, erste Welt wäre somit eigentlich hier geschafft. Und wir könnten, ja, Level 6 antreten. Schneecrash, okay. Also ein weiteres Eislevel. Mich hat jetzt so ein bisschen verwundert, dass der nächste Boss Engine ist. Weil Engine ist ja eigentlich einer der Bosse, die eigentlich am Ende immer vorkommen. Also immer als vorletztes in dem Sinne. Ja, eigentlich kam... Ich kenne Engine jetzt auch wirklich nur aus dem zweiten und dritten Teil. Ich habe ja noch nicht so viele ältere Teile, oder neueren, ja, eigentlich neueren Teile von Crash gespielt. Ja. Und die älteren, es ist halt echt so, nach den ersten drei Teilen gibt es ja eigentlich nur noch Zorn des Cortex und danach ist eigentlich, soviel ich weiß, nichts mehr so in dem Sinne. Hallo, verschwindet ihr mal, ihr Robben, ihr süßen kleinen Robbenbabys? Okay, die spawnen alle wieder neu. Danach ist anscheinend immer alles, nichts mehr so nach dem alten Prinzip. Du sammelst Kristalle und dann hast du noch Edelsteine, die du sammeln musst und Kisten, die du zerstören musst. Also ich glaube, das Prinzip ist, ja, mit Twinsanity, glaube ich, schon geändert worden. Natürlich gibt es dann noch, die Kart Racer, also Crash Team Racing und Nitro Kart und ich glaube auch noch Tag Team Racing. Da oben ist eine, wie heißt es? Edelsteinplatte. Können wir erst später rein und das war auch sehr schön. Ja, da habe ich einfach mal den falschen Zeitpunkt erwischt, um zu springen. Ist echt schwierig hier. Da muss ich echt mal so ein bisschen drauf achten, dass ich ja wirklich nicht zu spät springe oder springen drücke. Ja, aber es ist halt echt so, wie hieß der noch gleich? Engine hieß der gute Kerl. Dass der einer der letzten Bosse ist. Danke, Pinguin. Das war sehr nett. So, einmal rüberspringen. Okay, da will ich jetzt kein Risiko eingehen. Springen wir mal auf dich drauf. 92 Kisten gibt es hier in dem Level. Wow! Nein! Ah, es ist echt scheiße. Das Schlimmste, was man machen kann, ist wirklich zurückzuspringen. Und was war das denn? Ich bin auch klar drauf gesprungen. Er sagt bloß, die können mich erwischen, selbst wenn ich da irgendwie, also wenn sie drehen, dass sie mich dann selbst dann erwischen. Das wäre dumm. Wäre in Crash 2 auch nicht so. Hier ist sehr vieles an den alten Teilen angelehnt. Oder allgemein aus den alten Teilen entnommen. Zum einen ja die Musik. Wobei ich sie hier eigentlich gar nicht mehr kenne. Kann ja auch sein, dass hier Musik von Zorn des Cortex bei ist. Also, da bin ich mir gar nicht mal sicher. Könnte durchaus sein. Ich meine auch ja die
die Musik von Warp Room wurde ja auch aus Crash 3 übernommen. Das ist ziemlich auffällig. So. Ja, eigentlich schlitter ich ja immer so gerne. So, hier ist... Was macht der da? Alter. Zack. Die Kollisionsabfrage, ne? Also, ich sag's ja nur ungern. Ist es... Ja, ich wollte gerade fragen, ist es einer dieser Dinger, wo ich plattgestampft werde? Natürlich. Da war ich mir nur unsicher, ob das einer dieser ist, die zeitlich runterkommen oder ob die runterkommen, wenn ich durchgehe. Ja, Frage beantwortet. Ich bräuchte mal einen Checkpoint, glaube ich. Weil ich bin jetzt ziemlich oft gestorben und es wäre ziemlich scheiße, wenn ich das Ganze hier nochmal machen darf. Ah, okay, Checkpoints. Hier dürfen wir einiges wieder auslassen. Der Yeti, der wird uns verfolgen und die Kisten zerstören. Vielleicht auch nicht, ich weiß nicht. Den Hugebach können wir gut gebrauchen. Hugebach! Das müsste ich öfter sagen. Da haben wir nochmal ein Leben. Gut, wir sollten jetzt darauf achten, nicht... Oh, ich kann auch rennen, oder? Ja, ich kann rennen. Das ist auch eine tolle Sache. Sollte man vielleicht mal nutzen. Wow, ich renne. Okay. Ein paar Kisten mitnehmen. Das schadet ja nie. Ich weiß ja nicht, ob der wirklich alle mitnimmt oder ob der nur die... Wow, der... Jetzt nimmt der Fahrt auf. Bladigeba. Okay. Ich mache die Geräusche vom Akku immer so gern nach. Das sind auch wirklich 1A-Geräusche. Alter, ich darf nicht mal auf die Pinguine draufspringen, oder wie? Bleib hinten. Also ich hätte nichts dagegen, wenn du da hinten bleibst, ne? Vor allem die Objekte, die tauchen so spät auf. So. Und du, jetzt bleibt er gechillt einfach hinten stehen. Gut. Also es sieht nicht so aus, als hätte er sehr viel kaputt gemacht. Möchte ich an der Stelle mal anmerken. Okay, da können wir eventuell durchschlittern. Ja, war nichts Schwieriges. So, und das Einzige, was dieser Bauchplatscher jetzt bewirkt, ist, dass wir diese Kisten hier zerstören können. Okay, hier war ein Checkpoint. Ich war mir jetzt unsicher, ob da unten vielleicht eine TNT-Kiste oder so ist. Ja, ist auch dumm, ne? Dass ich da vielleicht erstmal nach unten muss und dann, ja. Nee, also ich habe ja immer sehr viele Zweifel an dem Spiel, ne? An allgemein einigen Stellen. Habe ich den irgendwo anders draufgelegt? War das nicht er? Ich glaube, ich habe R gar nicht ausgerüstet, oder? Ich muss doch den R-Knopf drücken, um diese, um den Bauchplatscher zu machen, oder? Weil ich habe jetzt wirklich L gedrückt. Ich habe wahrscheinlich die Knopfbelegung komplett falsch. Ich meine einfach nur, mein GBA ist defekt an der Stelle. Ja. Ja gut, eigentlich ist ja klar, wie man das ja alles aufnimmt, ne? Wie man solche GBA-Spiele aufnimmt heutzutage, ne? Wow, 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 wow. Nicht zu voreilig. Okay. Hier könnte ich nochmal zurück. Dann will ich hier drauf. Lösen die jetzt auch wirklich alle Nitro-Kisten im normalen Bereich auf? Das wäre interessant zu wissen. Boah, aber die Bonus-Level sind schon deutlich länger als im Original. In den alten Teilen. Das merkt man schon. So. Alle Kisten aus dem Bonus-Level. Ich will jetzt kurz gucken. Kann ich irgendwie gucken, wie viele? Ah, okay. Es fehlen nur noch 5 Kisten. Die werden wahrscheinlich nicht weit entfernt sein. Da oben ist schon direkt eine. Ja, es ist immer so ein schönes Gefühl, wenn man weiß, dass alle Kisten da sind. Oh Gott. Und nicht, dass da irgendwie eine im Bonus versteckt ist, die man nicht erreichen kann. Oder die man übersehen hat. Ja, so ist es ja toll. Ja, da sind schon alle. Gut. Hätten wir dann auch dieses Level erledigt? Schneecrash. Ja, aber ich habe jetzt auch wirklich keinen zweiten Edelstein gesehen, dass wir da irgendwie, ich weiß halt nicht, ob wir wirklich da hochkommen zu den Edelsteinen, zu der Plattform. Oder ob wir da, ob das ein Rückweg ist. Könnte natürlich auch sein. Raketenradau. Das klingt schon mal sehr schön. Gibt es... Oh nein! Ist das dieselbe... Okay, nee, es ist nicht invertierte Steuerung. Es ist ein bisschen anders als in Crash Bandicoot 2. Okay, wir haben wieder ein Jetpack-Level vor uns. Ich darf die aber runterkicken, oder? Wow, wow, wow. Es ist ein bisschen anders. Boah, das ist irgendwie geiler. Als in Crash Bandicoot 2.
Es ist geiler als ein Crash Bandicoot 3. Das ist schon irgendwie besser. So, kann ich das Ding auch irgendwie treffen? Hallo? Ist ja nicht so, als würde ich gerade drauf schießen oder so. Achso, ich muss die auch kaputt machen. Muss ich näher rankommen? Und vor allem, wie viele Kisten gibt es hier? Ach komm. Und wie viele... Scheiße. Wie viele von den Luftschiffen gibt es hier? Checkpoint, okay. Es gibt verschiedene. Verschiedene Abschnitte. Scheiße! Die Kisten hier sind ja... Die sind echt dreist hier. Okay. So. Aber bisher sehe ich es nicht so, als hätte ich irgendwie eine Kiste übersehen. Hier kann man natürlich auch die Nitro-Kisten abschießen. Also das sollte jetzt nicht so das größte Problem sein. Ach bitte. Am besten schon abschießen, bevor sie auftauchen. So. Ah, es nimmt jetzt schon Schaden. Hallo. Es darf auch ruhig Schaden nehmen, ne? So. Ich habe jetzt nämlich nicht so Bock auf die... auf die ganzen Raketen, die hier angesaust kommen. Es ist tatsächlich echt eine neue Erfahrung. Es ist ähnlich wie diese, wow, Scheiß-Level aus Crash Bandicoot 2. Diese, ihr wisst schon, die Level mit dem Jetpack. Ich fall mir echt schwer, jetzt so ein bisschen, hier zu kommentieren. Oder es fällt mir schwer zu kommentieren. Weil das schon so eine Sache der Konzentration ist. Boah, bitte sag mir, dass es nur drei sind, weil ich habe jetzt echt keinen Bock, da zwei zu haben. Und wie soll vor allem die Zeitmission hier aussehen? Ist auch so eine Sache. Das sind die letzten zwei? Wo ist die letzte Kiste? Ich habe doch gesehen, dass ich nicht alle Kisten habe. Vor allem habe ich noch nicht den Edelstein. Okay, hier kann man sich ein bisschen beschleunigen an solchen Dingern. So ein bisschen Beschleunigung ist auch gut. Ah, da ist die letzte Kiste. Wäre schon ein bisschen scheiße, wenn die, wenn ich die jetzt verpasst hätte. Gut. Und ich denke mal, anhand der Kisten wird das jetzt das letzte Luftschiff sein, das wir aus dem Himmel holen sollen. Das letzte, oder der Zeppelin? Das Zeppelin? Ist eine interessante Frage. Der, die oder das Zeppelin? Den Zeppelin, ne? Das heißt der Zeppelin, okay. So. Ja, wir können den Dingern auch einfach ausweichen. Es sei denn, wir lassen uns treffen. So. Runter mit dir, du Zeppelin. Voll die Beleidigung. Du Zeppelin, ey. Jo, ich habe zwar nie einen Kristall eingesammelt, also ich kann mich nicht dran erinnern, aber gut. Hier wollen wir jetzt mal direkt den... oder das Relikt holen. Das wird schon sehr... Kann ich irgendwie beschleunigen? Ich kann drehen. Das ist eine neue Erfahrung. Und Zeitkisten gibt es hier auch noch. Gut, aber ich denke, hier kann man nicht so viel falsch machen. Die Sache wird halt einfach nur sein, dass ich dann wirklich dieses Luftschiff treffen muss im richtigen Moment. Und zwar sobald es auch wirklich möglich ist. 2 Minuten dauert der ganze Kack hier. Also spätestens werde ich den nach 2 Minuten wirklich... Ach so, ich muss das Cortex-Gesicht treffen. So. Ja, dann ist ja alles klar. Ich habe nämlich gedacht, ich müsste allgemein das Luftschiff treffen. Oder das Zeppelin. So. Wäre schon gut, diese Scheiße zu kriegen. Das klang jetzt so ein bisschen wie einer dieser Verarsche-Videos auf YouTube. Ich muss jetzt die ganze Scheiße kriegen. Ah, gut. Oder YouTube-Poop. Allgemein dieser ganze Scheiß. YouTube-Kacke, so heißt das auf Deutsch. Wo man irgendwelche Szenen zusammenschneidet und das dann einfach, ja, komplett komisch klingt. Ach, bitte, komm. Ah, keine Rücksicht. So, und nieder mit dir, Cortex. Ich weiß doch nicht, wie du deine Luftschiffe hier auf die Erde bringst, wenn du so groß bist, aber ja, du wirst schon deine Methoden haben. So, schön viel Zeit. Da können wir nochmal ein Erste-Hilfe-Kasten nehmen.
Ja, komm, wir sind jetzt schön und gut geheilt. Das wird jetzt wahrscheinlich nicht so schwer sein, aber ich glaube, Platin wird das nicht. Ich glaube, da habe ich ein bisschen zu lange gebraucht. Ich meine, klar, die Kisten kriege ich hier alle. Aber ich habe so echt das Gefühl, dass ich ein bisschen zu lange brauche für die Luftschiffe, für die Zeppeline. Das könnte durchaus der Fall sein. Wow. So. Haut ab. Ich fliege hier einfach mal durch diese Tore und dann bin ich schneller. Ist natürlich auch... Es spart natürlich auch sehr viel Zeit. Ey, aber ich frage mich jetzt echt, wie man hier eine ziemlich gute Zeit aufstellen soll. 2:30 war es, ne? Also 2:30 war wirklich das, womit man hier ziemlich gut aufräumen kann. Oder... für das Saphir-Relikt eigentlich. Ja, hören wir mal auf zu lügen. Ich muss mich echt konzentrieren. So, zerstör's. So, es ist kaputt. Die Zeit bleibt natürlich nicht stehen. Wofür habe ich jetzt da nochmal Zeit bekommen? Okay, 2,5 für Platin. Aber wir haben das Goldrelikt. Das reicht mir vollkommen aus. Wo soll ich denn nochmal 10 Sekunden rausholen? Das ist schon ein bisschen suspekt. Ich meine, klar, ich habe mich bei den Zeppelin jetzt nicht so gut angestellt. Aber 10 Sekunden? Das ist schon arg viel. Gut, das war's für diesen Part. Beim nächsten Mal machen wir mit Level 8 weiter. Gut abgehangen. Ja, das klingt schon mal sehr schön nach Hängen. Ich weiß nicht. Ich habe da echt schlechte Erfahrungen mit, ne? Mit diesem Hängen. Weißt Bescheid. Ihr wisst Bescheid. Oder du weißt Bescheid. Du Zuschauer. Okay, das war's. Bis zum nächsten Mal. Tschüss und bye bye.